Hallo zusammen, ich bin euer Vlog Dave und das hier ist mein Vlog zur RPC 2017. Für mich war die Roleplay Convention meine erste Convention überhaupt und ich war dementsprechend sehr neugierig. In diesem Video nehme ich euch daher mit über die RPC und zeige euch, was es dort so alles zu bestaunen gab. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Es ist sehr warm. Just arrived at the Airbnb and it's really, really awesome. I wouldn't mind living here, yeah. Sergio agrees. It's awesome. Es ist voll geil. Die Wohnung, die wir für das Wochenende angemietet hatten, war richtig schön. Ich würde da auch leben wollen. Vuko, Sergio und ich sind am 26.05. angekommen, also am Freitag vor dem RPC-Wochenende. Abends waren wir daher noch in Köln unterwegs, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Das Loft. Die Loftwohnung. Okay, yeah, I guess you can simply call it cool apartment. Even though it's not cool, it's like very hot in here. Und ja, dieses Einhorngebäck war sehr lecker. So guys, today is the day we're heading to the RPC at the moment. A bit later than expected, than we actually planned, but well, yeah. I think it's even warmer today than yesterday, which is ridiculous. But yeah. Are you very excited or just a little bit excited? A little bit. A little bit only? How come? Didn't sleep much. And Sergio? A little bit. A little bit. Alright, alright. Then just a little bit. Wir mussten nur zwei oder drei Stationen mit der Straßenbahn fahren, um am Messegelände anzukommen. Dort findet natürlich nicht nur die RPC statt, sondern zum Beispiel auch die Gamescom, eine der größten Spielemessen der Welt. Und nachdem wir unsere Presseausweise vor Ort abgeholt hatten, konnte der erste Messetag für uns beginnen. Welcome to the RPC, I guess. Die Roleplay Convention fand dieses Jahr schon zum 11. Mal statt. Wie es der Name schon verrät, geht es bei der Roleplay Convention unter anderem um Rollenspiele. Das umfasst unter anderem Brettspiele, Computerspiele jeglicher Art, Pen-and-Paper-Rollenspiele, Literatur, Comics, Filme und zum Beispiel auch sogenannte Cosplayer. Das sind Leute, die sich mit häufig sehr aufwendigen Kostümen wie Charaktere aus Filmen, Spielen oder zum Beispiel Comics verkleiden. Hier sind der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist gut so.
sollst du in die Kamera gucken oder sollst du mich angucken, ne? Nee. Ja, ich kenne das Problem, ich kenne das Problem. Beides angucken. Ja, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Ist ja auch ein schöner Anblick, ne? Ah. Eigentlich ist für jeden etwas dabei, seien es Computerspiele oder sogar Brettspiele, die man vor Ort spielen kann. Neben manchen Wettbewerben und Gesprächen mit anwesenden Schauspielern gab es auch Live-Musik. Beispielsweise gab der in der deutschsprachigen Spieleszene ziemlich bekannte Jan Hegenberg einige Songs zum Besten. Ziemlich geiles Zeug. Manche Stände und Buden wurden auch draußen aufgebaut. Das war mein Vlog von der diesjährigen RPC. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich möchte mich nochmal sehr bei Herrn Kuschel, dem Veranstalter der RPC, für den Presseausweis bedanken. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen und ich denke, dass ich auch nächstes Jahr wieder dort sein werde. Eine auch sehr schöne Begebenheit war übrigens, dass ich dort auch Tommy Krabbeis getroffen habe. Er hat unter anderem die deutsche Kultfigur Bernd das Brot erfunden und ist wirklich ein sehr netter Kerl. Vielen Dank fürs Zusehen, ich bin euer Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.